Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Wir spielen diesmal James Bond 007 Bloodstone. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir zocken das Ganze auf der Xbox 360. 2010 kam es raus und damals habe ich es auch gezockt, das eine Mal. Also einmal durchgezockt. Das heißt, ich kenne es schon und meine Erinnerungen daran sind positiv. Ist auf jeden Fall eines der besseren James Bond Spiele, die ich gezockt habe. Waren jetzt nicht so viele, aber ja, schon einige. Und ja, ich habe einfach Bock bekommen, das nochmal zu zocken, das mit euch zusammen, wenn ihr Lust habt. Und ja, wollen wir gar nicht lange rumquatschen, fangen wir einfach mal an. Bond, das ist dringend. Überaus dringend. Der Angriff könnte kurz bevorstehen. Wann sind Sie wieder auf dem Boden? Wir sind in 10 Minuten unten. Wir haben keine 10 Minuten. Der Satellit empfängt verdächtige Aktivitäten bei Grecos Schiff. Sie müssen sich beeilen. Bin schon unterwegs. Planänderung. Ziel ist jetzt der Hafen. Laut unserer Quellen hat Greco einige internationale Terroristen für einen Selbstmordanschlag eingeflogen. Er soll während des Gruppenfotos stattfinden. Ich kann mich nicht auf Ihre Quellen verlassen, Dan. Ich habe Greco überprüft. Ein internationaler Geschäftsmann, der hier Urlaub macht. Sein Geschäft ist der internationale Waffenhandel. Er will alle Staatsoberhäupter, alle G20-Mitglieder auf einmal ausradieren. Sagen Ihnen das Ihre Quellen oder Ihre weibliche Intuition? Könnten Sie meine Intuition wohl außen vor lassen, General? Sagen Sie das Gruppenfoto ab, sofort. Unmöglich. Sie müssen mir vertrauen, mir glauben, dass ich Sie beschützen kann. Glauben Sie doch, was Sie wollen. Ich glaube an Bond. Bin in Position. Viel Glück, Bond. So. Oh, warum kam der Ton jetzt ein bisschen verzögert? Bond, hier Tanner von der Q-Abteilung. Dem feindlichen Funk nach wurden sie nicht bemerkt. Den Plänen nach ist Grecos Quartier im Unterdeck. Finden Sie ihn und verhindern Sie den Anschlag auf den G20. Alles klar. Zieht euch mal die Optik rein, also 2010, alte Konsolen, das Wasser sieht eigentlich ganz nice aus noch. Auf jeden Fall, gefällt mir. So, wie ihr schon gehört habt, original Stimmen, ja, und auch Aussehen, sehr geil. Daniel Craig ist eh eine coole Sau, finde ich persönlich. Nicht nur in James Bond Filmen, sondern allgemein. Ich habe auch irgendwo mal einen Bericht über ihn gelesen. Dass er einer der wenigen Hollywood-Schauspieler sein soll, der auf überdimensionale Gehälter verzichtet. Also so ein anderer. Also, was habe ich noch gelesen? Zum Beispiel so ein Robert Downey Jr. hat, glaube ich, 70 Millionen bekommen für Avengers. Und er ist jemand, der nicht so geldgeil ist, sondern einfach seinen Traum lebt oder so. Ich weiß natürlich nicht, ob das, wie weit das die Wahrheit ist. Man kann ja nie wissen. Aber mal abgesehen davon, finde ich erstmal beide Schauspieler richtig geil. Und Daniel Craig ist halt auch einfach ein geiler James Bond. So, was haben wir denn hier bekommen? Ah, fürs Beseitigen kriegen wir so einen Fokus. Fokus zielen. Mal gucken, ob ich die anderen beiden Punkte auch noch holen kann. What the fuck? Ah, alles klar. Was zur Hölle war das denn jetzt? Warum hat der erst voll nach links oben gezielt? Was hat er hier für eine Sammlung?
Nicht schlecht, nicht schlecht. Wer zum Teufel sind Sie? Sagen Sie den Anschlag ab, Greco. Es ist aus. Ein Mann gegen 40. Wohl kaum. Wachen! Erledigt ihn! Boah, Leute, alles klar. Okay. Alles klar. Können wir die Waffe aufnehmen? Die Waffen wechseln oder so? Nee, geht nicht. Boah, Alter. Okay, hier legst du die Weiber flach, aber rein, weißt du, allgemein mit so einer Yacht. Egal, das soll jetzt nicht das Thema sein. Du, halt ihn auf! Was soll denn der machen gegen uns? Boah! Geh doch! Her damit! Nein, den Größeren! Ist das ein geiler Anfang oder was? Yes. Das Spiel ist auch von Bizarre Creations, war eins der letzten Spiele, die gemacht haben. Die wurden ja dann geschlossen, weil James Bond nicht so erfolgreich war und auch ihr anderes Spiel zu derselben Zeit, Blur, ein Rennspiel mit, wie hat man es damals genannt? Mario Kart mit echten Fahrzeugen. War eigentlich auch richtig geil. Aber leider kurz nach Release hat das schon kaum jemand mehr gezockt online. Shit. Wow, was jumpt der denn hier durch die Gegend? Wow. Oh fuck. Ohne Scheiß, die Wassereffekte können sich auf jeden Fall sehen lassen. Oh fuck, was mach ich hier? Um Gottes Willen, Mann. Ich fahr uns hier noch tot. Oh! Alles klar. Wow! Ach du Scheiße, geben die mir einen Schaden mit. Was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Okay. Alles klar, in die Deckung schnell. Der lebt ja noch. Moment.
Ja, das ist ja, die Steuerung ist ja ultra langsam. Das geht gar nicht klar. Eins reicht. Ich mag das eigentlich nicht, wenn es so schnell ist. Ich komme damit nämlich gar nicht klar. Aber so langsam ist, das geht auch nicht. Ah, jetzt kann ich die Waffen wechseln. Okay, cool. Liegen hier eigentlich nur Sachen zum Einsammeln? Ich weiß es überhaupt nicht. Ich glaube nicht. Woo, Ladies! Mister. Hier lässt es sich leben, oder? Hier lässt es sich leben. Wenn hier nicht gerade eine dicke Schießerei losgeht. Wo sind die Pisser denn jetzt? Bam! Okay, so können wir das geil einsetzen, alles klar. Na, die warten schon bestimmt auf mich. Wo seid ihr? Granate! Alles klar. Geil, Mann. Fokus ist voll. Geiler Jump, Alter. Perfekt, wie aus der Stuntschule, Mann. Oh, Mann. Das sah geil aus. Wow, 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 wow. Mann, ey, ich hab gar keinen Bock, hier die geilen Karren hochzujagen. Der war ganz geil. Ist meine andere Waffe leer? Nee. Warum hat denn der automatisch auf die andere gewechselt denn? Der liegt gut, Alter, der liegt gut. Okay, weiter geht's. Was ist denn das hier? Ach so, ich dachte, weil ich hier das Heck gesehen habe, oder das hinten, sah für mich aus von den Lampen her wie so ein BMW, so ein älterer ein bisschen. Aber anscheinend keine Originalautos. Aber muss ja auch nicht sein. Aber den ersten Martin, der ist bestimmt original. Klar. Wo ist die Bombe, Greco? Letzte Chance, wo ist sie? Sie kommen zu spät. Oh yes. Gerade noch von gesprochen. Ja, wie gesagt, das Spiel ist. Nicht hier. Die Staatsoberhäupter werden gleich fotografiert. Das Spiel ist von Bizarre Creation. Die haben ja vor James Bond und Blur haben die ja für Microsoft Project Gotham Racing gemacht, was auch eine richtig geile Rennspielserie war. Habe ich sehr gern gezockt, schon damals auf der ersten Xbox. Und die haben auch ein hammergeiles, eins meiner Lieblings-Arcade-Spiele gemacht. Also Minigames sozusagen. Nämlich Geometry Wars. Ultra geiles Minispiel. Wow! Und ja, leider wurden die ja dann geschlossen, ne? Okay. Versuch's doch, Kollege. Boah. Feuerwerk?
Wussten Sie, dass es ein Feuerwerk geben würde? Ganz ehrlich, ja. Woher wissen Sie das? Ehrlich gesagt, Intuition. Schön, Sie zu sehen. Ich hatte schon Sorge, dass Sie es nicht schaffen. Dann sind wir schon zu zweit. Gut gemacht. Danke. Möchten Sie etwas trinken? Ja, einen Bourbon. Pur. Und was darf ich dem Gentleman bringen? Ich nehme... Für ihn einen Wodka Martini. Ja? Guten Morgen, 007. Wir haben Ihnen nach Athen zwar eine Woche Urlaub versprochen, aber wir haben Schwierigkeiten, die nicht warten können. Können Sie sprechen? Ja, kann ich. Ich bin in einem Hotel. Ich müsste gleich online sein. Da sind Sie. Was wissen Sie über die Midhurst Laboratories? Biotechnikfirma in London, Aktiengesellschaft, arbeitet fürs Militär. Nicht nur für das Militär. Vor 2 Jahren schloss sie mit dem Verteidigungsministerium einen Vertrag über eine höchst wichtige Biotechnologie ab. Das ist so geheim, dass ich nicht einmal hier darüber sprechen will. Ich verstehe. Gut. Ein leitender Forscher, Malcolm Tedworth, wird vermisst. Er war auf seiner Yacht im Ärmelkanal. Die Navy dachte zuerst, er sei tot. Sein Schiff war nach einem Sturm vor der Küste gesunken. Aber heute Morgen erfuhren wir, dass er lebt und seine Forschungsergebnisse in Istanbul verkaufen will. Sind die Informationen verlässlich? Kaum. Ein anonymer Anruf von einem Mobiltelefon, das in Madrid gekauft wurde. Kurz danach hat das amerikanische Echelon-System einen Anruf aus Istanbul aufgezeichnet. Man hat nach den Schlüsselwörtern Forscher, Biowaffen und Passwort gefiltert. Könnte auch eine Falle sein. Könnte es der Wissenschaftler selbst gewesen sein? Vielleicht hatte er Gewissensbisse, weil er England verraten hat. Deswegen der Helikopter bei Ihrem Hotel. Es wartet ein Flugzeug auf Sie. Wenn Sie in Istanbul sind, tun Sie alles, um herauszufinden, wer hinter dieser Sache steckt. Die Forschungsdaten dürfen auf keinen Fall in die falschen Hände geraten. Guten Morgen, 007. Wir haben das Mobiltelefon geortet, das das Echelon-System fand und es zum Eingang der alten Katakomben unter dieser Baustelle verfolgt. Wir haben das Signal verloren, als es unter der Erde verschwand. Aber vielleicht finden Sie es wieder, wenn Sie in die Katakomben gehen. Q-Abteilung, Ende der Übertragung. Ja, Leute. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal für den ersten Part. Ihr habt es gesehen, wir sind jetzt hier in Istanbul. Hier ist, glaube ich, eine Moschee. Und ja, wir werden auf jeden Fall noch ein paar andere Orte auf der Welt bereisen. Wenn ihr denn Bock habt, ja, wenn ihr Bock habt, dass das Let's Play weitergeht, dann lasst auf jeden Fall ein bisschen Feedback da. Schreibt doch gerne euren Ersteindruck zum Spiel in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Haut rein und ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss.